The strength.
Hallo! Na, meine Lieben, geht's euch allen gut, verdammt nochmal? Ich hoffe ja schon. Schön wär's allerdings, denn heute ist mal wieder ein richtig geiler Imperial Livestream. Ihr seht's hinter mir. Steht's da? Also, ich mach mich klein. Funktioniert nicht ganz. Ja? Ja, und wen haben wir da? Den Joshua ist da, der Simple Eckern ist da, die Paradise ist da, The Shadow auch am Start, Professor Panik, Hallöchen, wen haben wir da? Jacob, Killer und Ilona, Hallöchen euch allen, schön, dass ihr da seid, wir machen heute eine ganz entspannte, aber sowas von entspannte Runde, Empyrean mit dem guten Valkyrie, das spielen wir zusammen, wird episch, ich sag's euch, wird richtig gut. Hallo! Malcolm, Hallöchen! Ja, Herzen im Chat, das ist das Geilste, was es gibt. Wenn ihr unter mir, also quasi hier, ja, permanent Herzen durchfliegen, wäre so episch. Kann jeder von euch einfach mal machen. Einfach mal ein paar Herzchen reinschreiben. Nicht so viele, aber halt so ein paar. Und dann fluten wir mal ganz kurz den Channel mit Liebe. Wäre doch schon mal mega. Diesmal gibt es keine Parasiten, ich sag's euch. Ich hab letztes Mal zu viel Kritik bekommen. Bin auch ein bisschen traurig. Keiner weiß, was ich meine. Mh. Erstmal ein Döschen. Ja! Panna Cotta, grüß dich! Hallöchen! Oh Gott, mein Lenkrad eskaliert! Bleib entspannt. Alter! Entspann dich, Lenkrad! Es eskaliert! Ich muss mal kurz die Software ausschalten. Irgendwas stimmt da nicht. Okay, aus ist aus. So, meine Lieben, heute wieder mit Mütze. Endlich, die Zeit ist reif. Das CEO der Oil and Mining Company aus City Skylines. Hallöchen. The Blight. Hi Zwerg. Joel B., grüß dich. Hallöchen. Die gute Pimmelmatz ist auch dabei. Hallo. Oh, Paul Nickel, Hallöchen, The Shadow mal wieder mit dem Herz drin. Ach, super. 1A.
Meine Lieben, so könnt ihr das jedes Mal zu jedem Stream, und zwar ich meine wirklich zu jedem Stream oder zu jedem Afterstream, könnt ihr das machen. Da flutet ihr einfach den Channel mit Liebe. Wenn ihr nicht wisst, wie das Herz geht und seid gerade am PC, einfach copy-pasten. Kein Problem, funktioniert genauso. Oder einfach unten auf das Smiley klicken und dann geht das. Dann geht das. Der Bauer, auch dir mit gelben Herzen. Oh, du Revoluzzer. Yay, Mütze. Ja, klar. Wo ist die Bandermütze? Erklärungsnot. Die ist fort. Im Schränkchen. Hier unten. Ja, wie gesagt, wir warten jetzt mal, bis der gute Valkyrie seinen Stream jetzt auch nochmal begrüßt hat. Wir machen das ein bisschen parallel und dann treffen wir uns quasi in der Talkrunde, bevor es dann richtig losgeht. So ist der Plan, der Liebe. Kleiner als 3. Wollen wir mal probieren, ob das tatsächlich kleiner als 3 funktioniert, warte. Yay, das geht kleiner als 3, meine Lieben. Oder ihr gebt einfach Ausrufezeichen Love ein. Geht auch, funktioniert genauso. Aber der Bot ist manchmal ein bisschen langsam. Müsst um Zeit geben, ja, ohne Scheiß. Müsst um Zeit geben. Prost, Zwergi. Eine kleine Sache fehlt noch. Moment. Lied aus. Eine Sache fehlt noch. Und die ist wichtig. So ist richtig. So, meine Lieben, jetzt switche ich mal schnell rüber, ohne euch die Trommelfälle zu sprengen. Und dann gucken wir mal, ob der gute Valkyrie da ist. Warte mal. Sound resumed. Warten wir mal kurz. Das taucht bestimmt gleich auf. Der gute, ja? Und dann springt er mir einfach mal so ins Gesicht. Gucken wir mal. War episch. Bin mir sicher. Ah, so wie Liebe im Chat. Ich liebe das. Einen schönen guten Abend. Was? Ihr macht Liebe im, ihr macht Liebe im Chat. Die machen Liebe im Chat. Warum machen wir sowas nicht? Kleiner als 3. Ja, kleiner als 3, ja genau. Kleiner als 3 ist das universelle Merkmal der Liebe. Ja. Funktioniert immer. Das stimmt alles. Auch auf Twitch. Genau. Also, ich werde gerade zitiert. Ich habe das Schiff mal eben gezeigt, ne? Hier aus Tarsitizen eben im Stream. Ja, und hat das jetzt sonst noch jemand erkannt? Oder? So sieht ein richtig geiles Schiff aus und liebe Freunde, das bauen wir so nicht, habe ich gesagt. So. Oh, ja. Hat ihm getrunken. Ne? So nicht. Ja. Das kriegen wir ja so nicht hin, behaupte ich jetzt einfach mal. Was so eine anders. Ja. Irgendwie. So, erstmal die IP-Adresse rauskopieren hier. Das Server. Oh, ja, das muss ich auch mal machen. Oh, Mensch. Ist der denn gestartet? Ich hatte ihn vorhin gestartet, warte mal kurz. Okay, ich kann ja auch versuchen, mich zu verbinden. Nee, warte mal kurz eine Sekunde, wenn er gerade noch ein bisschen in der Erfindungsphase ist, kann ja mal passieren, ja? Dann mach ich mal eben abbrechen, geht auch nicht mehr. Ich habe gar keinen Ton angestellt. Na, Pando. Ich habe gar keinen. Imperium reagiert nicht mehr. Auf Antwort des Programms warten. Oh oh. Ich hab zu oft auf Abbrechen gestellt. Oh no, oh no! Oh, der Welt kriegt gerade schwarze Herzen in Chat. Well, was ist da los? Ich krieg schwarze Herzen. Bei mir. Ein schwarzes Herz. Ein schwarzes Herz, das ist cool. Ich mag schwarz. Oh. Oh, oh, oh. Der E0 ist ein VIP geworden. Oder EO? EO. Geiler Typ. Geiler Typ, kann man nicht anders sagen.
Wo habe ich denn hier? Dankeschön. So, danke, danke. So. Also, der Server läuft, mein lieber Well. Nee, okay, dann. Das Ding rumpelt wie die Sau. Verbinden und schick jetzt nicht wie blöd auf Abbrechen und dann wird's gehen. Was? Ich taufe mein Schiff nicht Klumpi. Das Klump, ist jetzt Klumpi. Klumpi, das ist war doch simpel. Dann nenne ich meinen... Und ohne Vögel, die sind überflüssig. Stimmt, man braucht ja die Vögel. Machst einen Kubus, einen Borg-Kubus. Wir könnten einen Borg-Kubus bauen. Boah, ein Borg-Kubus wäre so mega. Wir haben jetzt auch die passenden Texturen dazu. Ja. Wenn du die grün einfärbst... Widerstand ist zwecklos, Well. Mhm. Ne Kubus. Irgendwie komme ich nicht rauf. Hm? Glaube ich. Also, na doch, jetzt na, jetzt, ja, jetzt ja? Sagt der Lade. Ja. Okay. Ja, noch irgendwie kriegt Well hier schwarze Herzen. Was ist da los? Ist doch schön. Möchte sich da irgendjemand mal erklären bei mir? Stabiler Stream. Ja, das ist gut. Ich hatte gestern gestreamt, dann gab es so gegen 22 Uhr entweder, ja, Twitch hatte da wohl leichte Störungen irgendwie. Jedenfalls ging hier gar nichts mehr. Echt? Ja, war oder nicht so schön. Richtig Problem, oder? Ja, ich hatte ständig, ich hatte 20% verlorene Frames. Wow, ja gut, das habe ich mal, das hatte ich auch mal, wo ich noch gestreamt hatte auf Twitch. Es ist mega viel, jetzt also hätte natürlich auch mal hätte natürlich auch mal ein Router sein können, aber was? Noch mehr schwarze Herzen? Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ja. Ist das das Kaffeeherz. Das ist, nee, der Black Swarm ist das. mit dem Begriff können nicht so viele wahrscheinlich was anfangen. Black Swarm? Black Swarm. Also... Das okay. Ist die Bezeichnung für die deutschen Depeche Mode Fans. Ah, okay. Deswegen, meine Lieben. Gegeben. Ihr wisst halt viel mehr als ich. Martin El Gore hat uns mal so tituliert. Der Black Swarm, weil wir ja grundsätzlich mit schwarzen Klamotten auftreten. Ich hab da dein eines Bild auf Instagram, war das, glaube ich, hab ich mal. Oder auf Twitter. Mein Xbox-Account heißt so. Ach so. Aber jedenfalls so ungefähr. Also es ist doch so ein Trennstrich zwischen irgendwie. Also ich connecte? Ja schon mal. Ach, ich bin schon längst drauf und am Bauen. Ach so, jetzt geht's wieder daher. Jetzt geht's wieder daher. Gehärtete Stahlblöcke, künstliche Masse. Oh, Masse. Nee, da sollte man ja auch. Wir haben doch noch gehärtete Stahlblöcke. Ich stelle schon mal so ein paar gehärtete Stahlblöcke für uns her, ne? Für kleine Raumschiffe, ne? Lüschiff? So 400, 500. Das wird nicht reichen. Ah, Spiel ist da. So. Nee, wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja, aber das Interieur können wir mit normalen Stahlblöcken verkleiden. Ach, warte mal, das breche ich doch hier lieber ab und stelle die in dem anderen eben her. Das ist doch cleverer. Wir haben hier noch eine andere Konstruktur. Na, wo ist er denn? Konstruktor groß, Zugriff. Ach, da haben wir aber kein Eisen drin. Nee, da ist Kondition in Arbeit. Nee, da haben wir ja nur die nackigen Erze drin. Kupfer, Kobalt. Doch, Eisenerz haben wir auch drin, aber da ist noch, sind noch Proben. Ach, die sind gleich fertig, die Promethium-Pellets. Alles klar. Also, ich habe die Lagekarte voll im Griff. Ach nee, sind nicht. Jetzt kommen die großen. Hier wird erstmal Strom produziert. Das dauert ein bisschen. Ich höre schon, du lädst durch. Was machst du denn da? Was ist das für eine Riesenknarre? Ist das deine Minigun? Das ist die Minigun! So. Bei uns war es einfach eine Devotee-Trip. Ja, wir nennen uns ja auch nicht selbst so. Was? Martin sagte das ja mal, Pando. So. Ich versuche mal so eine Mischung aus Gehärteten und. Ja, ungehärteten zu machen. Ne, ich habe veredeltes Pentaxid noch in der Hand. Eigentlich kommen ja die gehärteten Stahlblöcke sowieso dann außen dran. Ne? Mhm. Und wenn wir was Begehbares bauen wollen. Oh, ich hab Hunger. Ja, Haben wir doch noch. Kürbisse und Fleisch. Well, bedien dich. Es wird ja, lecker. Nee, ich hab schon Konservendosen haben wir da, ja. Ah, ich brauch ein bisschen Frischfleisch. Wir haben richtig gegrilltes Steak. Oh, mir ist zu heiß. Ah, ich habe zu viel heißes Steak gegessen, Well. Hier, schnell in die Ersthilfestation. Ersthilfe. Oh. Du bist heute ein bisschen aufgedreht, ne? Bisschen. Ich war tatsächlich heute den ganzen Tag mega müde. Und jetzt haben wir mir gedacht, jetzt wenn ich hier erstmal reinschnei, ja.
Dann wirst du automatisch wach. Hau ich mir erstmal eine Dose Energy rein. Wo kommt denn die ganze Deko her? Du hast ja richtig hier... Ja, ich habe Gas cool gegeben aus. Bei der letzten Folge. Muss ich sagen. Ist schick, ist schick. Nee, warte mal. F6, erstmal die UI ausblenden und jetzt Screenshot machen. Was spielt's Werk nochmal? Empyrean heißt das Spiel mit Valkyrie. Gibt's eine mega gute Playlist auch auf dem YouTube-Kanal. Ja. Bei nur Qualitätsfolgen. Nur ja, Qualitätsfolgen. Bestes vom Ökoanbau. Unsere Streams werden mit ökologisch aufbereiteten Pixeln erzeugt, ja? Ein Ausdrucken ist nicht notwendig. Fun Fact, der Begriff Minigun kommt daher, dass es da als eine verkleinerte Version eines Flugzeuggeschützes ist, weil optisch ist die Minigun ja eigentlich alles andere als klein. Ja, stimmt, muss da nicht irgendwas kompensieren? Nein. Ich frag nur, weil du da mit diesem richtig dicken Äumel da vor mir stehst hier irgendwie. Hey, du, das sagst du jetzt nur, weil ich ein Zwerg bin, Mann. Du bist, aber es geht schon wieder dem Ende entgegen. Es ist schon wieder nicht werbefreundlich geworden. Nee. Aber gut, wir nehmen ja noch gar nicht auf. Nimmst du schon auf? Ich doch nicht. Ich nehme den ganzen Anfang auf und schnibbel das in meinen Vorstream rein. Na, was, echt? Wie? Ja, klar. Ach, du nimmst das schon auf? Ich nehme alles immer auf. Und schnibbel das dann in den Vorstream Haupt und dann halt in die einzelnen Teile zusammen. Also... Wenn wir dann aufnehmen, dann start und stopp ich dann auch, aber... Well? Du hast dich gemutet. Kein Scheiß. Ja, ich weiß. Ich habe nur gerade den werten Razer mich bedankt für 4 Monate Abo. Geiler Typ. Ohne und Scheiß. Dann mute ich mich so schnell. Ja. Geiler Typ. Muss man sagen. So, und dann dachte ich mir... Das kann ich auch still für mich machen. Achso. So. Muss man da irgendwann mal eine Taste für zurechtlegen, damit ich das auch machen kann? Weil sonst ist es ja für dich auch unfair irgendwie. Nö, da habe ich gar kein Problem mit. Also, wenn du jetzt natürlich dann jede Minute ein volles Abo begrüßt, dann bin ich halt ein bisschen neidisch. Aber ansonsten. So, ja, also wir bedanken uns dann heute mal bei. Ich lese mal die Liste vor, ja, genau. Die jetzt in den letzten 5 Minuten eingetrudelt ist. So, sehr schön. Also, pass auf, ja, also der Plan war ja des Gefechts: entweder wir holen was aus dem Workshop und bauen das, oder aber wir bauen jeweils für sich nochmal was, oder wir bauen alle gemeinsam nochmal was. Ja. Also aber das muss dann größer werden, ne? Wir können ja mal Baupläne, wir können ja mal eben unseren Workshop, wir haben ja so ein paar Sachen abonniert, ne? Ja, jeder für sich auch. Ich habe hier nur, also einmal haben wir den kleinen Looter, der sieht so aus, als müsste man ihn gleich streicheln. Oh. Den könnte man natürlich so bauen. Irgendwie. Und der ist billiger geworden, 100 Kupferbahnen, 80 Eisenbahnen, guck mal. Den müsstest du auch drin haben, der kleine Looter, ne? Level 7. Der kleine Looter, Level 7, oh. Der ist süß, ne? Also, ich muss sagen, den würde ich mir schon gerne so in ein kleines Körbchen reinsetzen und dann sagen, ja. Du feines Wurschti. Der hat sogar eine Minigun. Ja, aber die ist auch, glaube ich, eher Alibi, ja? Damit er nicht ganz so wehrlos aussieht. Oh. Ich soll dir von meinem Mod ausrichten, der Chat kniet nieder vor dem Zwerg. Was? Der ganze? Ja, der ganze Chat kniet vor dir nieder und klopft dir herzlich auf die Schulter. Ja, na klar, das ist ja immer noch größer als ich. Ja. Das ist alles so deprimierend. Welchen ich ja knuffig finde, ich weiß nicht, ob du den hast, I Die Beowulf SV. Aber der braucht auch schon 700 Eisenbahnen. Den habe ich mir mal rausgesucht, das kleine Schwarze quasi. Oh, well. Das kleine Schwarze also? Ah, der braucht 260 Zaskosium-Barren, Damit sind wir da schon mal raus. Weil wir wollten eigentlich zum Lava-Planeten und guck mal nach, was hast du denn da so? Die Pilgrim hätte ich noch im Angebot. Nee, die habe ich hier nicht. Das ist auch ein Raumschiff mit Rampe, Laderampe. Braucht die Zaskosium? Nee, tatsächlich nicht. Echt nicht? Nein, Eisenbahn, was? Kupfer, Silizium, Satium, Neodym, Kobalt und Kunststoff. Ja. Meine ist ganz ohne Kunststoff, sehe ich gerade hier. Ach so, keine Plastik Deko. Dran. Oh das Mann, ey. Die guten Pflanzen aus Plastik. Die müssen wachsen. Das Ding ist nicht begehbar. Das Aha. ist einfach nur... Nee, ich würde sagen, wir bauen uns einfach was, oder? Und dann hätte ich hier noch... das ist ein Bodengleiter. Das sieht aber auch fett aus. Thanatos. Die habe ich auch. Den habe ich mir auch geholt. Dieses schwarz-orange Ding da. Mega. Das ist, schaut doch ziemlich bewaffnet aus. Der braucht auch Zaskosium, aber der hat anscheinend 4 Grünpflanzen an Bord, weil es hat 4 mal Kunststoffrohmaterial. Aber das Ding sieht auch fett aus, ne? Ich habe auch noch den Bohr Mining Rig Mark 1 noch am Start.
Aber der würde jetzt, wie lange würde der brauchen, um gebaut zu werden? Steht hier gar nicht. Unten, Gesamtproduktionszeit. Ach da, 1 Stunde 20. Hm. Und der kleine Luther braucht 9 Minuten 56. Wie unser Schiff braucht 8 Stunden 53, der Kampfstern Galactica. Den kleinen Luther könnte man ja mal, ich weiß nicht. Also ich würde gern, ich glaube, ich würde gern an einem eigenen Schiff rumbasteln. Ja, ich hätte da irgendwie Bock drauf. Weil wir sind ja, also ich würde am Anfang erstmal mit normalen Stahlblöcken arbeiten und die Außenverkleidung dann mit stärkeren machen. Ja, ich habe schon 110, also für jeden 110 gehärtete Stahlblöcke mal eben hergestellt. Jetzt sind gerade die kleinen im Bau, aber der hat erst 120. Hm? Haben wir noch kleine Stahlblöcke irgendwo? Ich glaube, ich weiß es nicht. Warte mal, die kann ich dir gleich sagen. Ich habe da hinten die Kiste. Ich bin auch gerade am gucken. Baumaterial. Deko, Licht, Baumaterial. Nee, nur große. Und bist du bei uns welche? Doch, 48 kleine. Ja, das sind schon in Betrieb. Ah, okay, hast du schon. Die normalen Stahlblöcke S? Ja. Ah, die gehen ja. Die rumpeln. Ja, ja, die rumpeln. Die rumpeln! Ja, gut. Okay. Das sollte man dir noch mal ein bisschen machen. Ich habe noch einen Offline-Schutz im Inventar. Ich weiß gar nicht, warum ich den nehme. Weg das Ding. Nimmt nur Platz weg. So, Stahlplatten. Ja gut, können wir ein bisschen schneller können wir hier noch werden. Ne? Baut lieber selbst was, wenn ihr die Schiffe euch so reinholt, ist es nur noch Rohstoffgefarme. Genau, so habt ihr was zu tun und man kann schauen. Das stimmt allerdings auch. Und wie gesagt, das hässlichste Raumschiff wird dann prämiert oder sowas. Ja. Also meins. Unterschätzt kann man auch hässlich bauen. meine Schiffe neigen dazu, immer irgendwie ein Schuhkarton zu werden. Hast du mal einen Maschinenraum angeguckt? Ah, weißt du, was ich meine. Ja, das stimmt. Und bunt. So selbstleuchtendes, ne? Ja klar, also bei mir kommen auch Positionslichter dran. Nennen wir sie. Dauert das dann statt 1 Stunde 10 Folgen, wenn wir das selbst bauen? Was hast Positionslichter. Herrscht gerade Überraschung im Chat. Warum? Dass das dann 10 Folgen dauern könnte, statt nur 1 Stunde irgendwie. Könnte noch länger dauern. Nee, da gehe ich von aus. So ein begehbares. Ach, warte mal, wir brauchen ja erstmal brauchen wir ja ein Dings, ein... Wie heißt es denn? Was denn? So ein... Basisblock. Ja, genau. Kleines Raumschiff Starter. Baue ich mal uns 2 Stück. Wo siehst du denn das? Die gibt's bei Baublöcke. Sind die drin? Ich sehe das gar nicht. Tamar, ich da nichts geskillt? Stimmt. Sekunde. Ich hab kleines Raumschiff überhaupt, glaube ich, noch nicht. Nee, das hole ich jetzt erstmal nach hier. Kleines Raumschiff. Ich habe 1500 Freischalt. Punkte. Also so geht's ja gar nicht. So nicht! Wir können ja auch einen Kurzstreckenwarp-Antrieb machen. Ja! Da können wir sogar ein bisschen leicht rumwarpen mit dem Ding. Nee, komisch. Warum habe ich denn nicht kleines Raumschiff? Muss ich doch hier... Habe ich eigentlich alles freigeschaltet? Keine Ahnung, warum ich den nicht gesehen habe. Läuft das unter Diverses? Es gibt einen Passagiersitz offen. Cockpit-Blöcke. Du hast Cock gesagt. Pit. aber es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob man mit dem Passagiersitz offen kommandieren kann. Erlaubt den Transport von Passagieren, aber das Steuern... Nee, das ist, nee. Weil, Das ja wäre... Wir haben gesagt, es wäre cool, wenn man kein normales Cockpit einbauen würde, sondern, wenn es begehbar ist, möchte ich ja auch in mein Cockpit reingehen können. Ne? Ja, oder? Genau. Wie wäre das, wenn ihr das in den Workshop... Wir machen die doch nicht in den Workshop rein. Ach so, das Schiff können wir reinstellen, klar. Dann. Das, was wir dann bauen, meinst du? Ja, egal ob es ein Unfall ist oder das Schönste in der Welt. Bei mir Unfall? Kurzstrecken-Warp-Tank. Sag's dir bloß. Kurzstrecken-Warp-Antrieb? Nee, ich dachte mir auch, wahrscheinlich muss man so ein fertiges Cockpit. Das wäre natürlich schade, ne? Ich pack da nochmal 2 Cockpits hinterher, gleich, direkt so. Und warte mal, dann kann ich ja auch 2 Generatoren, 2 O2 Stations, 2 O2 Tanks. Du kriegst erstmal nur einen jeweils, aber, ne? Ich mach doch für dich auch einen. Ist alles doppelt für dich, Well.
Ich werf das gerade mal alles hinterher hier so. Mhm. Ich werde gerade als alte Socke bestimmt, was ist denn da los? So nicht. 1, 2, 3, 4 RCS, 5. Machen wir 6 RCS. Kann jeder 3 kriegen. Das Cockpit kann man zu einem begehbaren wechseln. Ach, echt? Okay. Danke, ach, kann man, dann kann man das mit Rechtsklick quasi, ne? Ja, wahrscheinlich. Hm? Mega. Ja, das ist gut. Jo, das ist top. Das fängt schon mal gut an. So müsste es sein. Aber wir brauchen wichtigerweise trotzdem als allererstes. Ja, gut, ich breche hier mal ganz kurz ein paar Sachen noch ab. Was denn? Wieso? Die großen Promethium-Zellen. Da reichen uns jetzt erstmal ein paar wenige. In dem zweiten, ja, okay, kannst du machen. Kannst du da ja Blöcke herstellen. Genau. Sonst. Ich nehme mir mal ein Cockpit raus. Dann packe ich da nochmal eben Stahlplatten mit rein. Warte mal. Ich dropse dir hier mal, ne? Dann kannst du die Stahlplatten da vielleicht mit reinpacken hier. Ablegen. Liegen vor dir. 1000 Stück. Weil dann muss er die nicht herstellen. Dann kann er die schon mal benutzen. Understanding. So, okay, ist drin. Ich drop dir mal ganz kurz was. Drop mir mal was. Drop the beat. Es fliegt. Es kann fliegen. Hey, hey. Bleib hier. Was? Bleib hier. Mach ein RCS. Ja, hier oben auch noch. Was? Wo? Da oben. Oben? Es fliegt. Da oben, an der Decke. Es hängt an der Decke. Warum denn nur? Ich seh's nicht. Hier. Ich hab's eingesammelt. Warte mal, ich drop's dir nochmal. Bei dir ganz? Was, bist du bis hierhin geflogen? Ja, pass auf, warte mal. Unglaublich. Das da. Ich leg's jetzt ab, Will. Ja. Vorsicht, hast du es? Ja, ach, wo hast du die denn jetzt schon so schnell ausgegraben? Ja, gerade gebastelt. War gerade in meiner Spielkiste waren die drin, ja. Aber wir sollten jetzt demnächst eigentlich mal so die erste Aufnahme so suchen, weißt du, vielleicht wir beide suchen. Ja, das können wir machen. Gut. Dann fangen wir doch einfach mal zwergtastisch an, meinst du? Geht. Ja, und wo sendest du das jetzt, was wir jetzt, was sagt es, im Pre-Stream, wie dann als Video? Genau, oder, ich mache den Pre-Stream und den After-Stream, mache ich quasi, schneide ich in ein Video zusammen und lade den halt auf YouTube hoch. Erfahrt. Für alle die da auch noch Bock drauf haben, die das halt den Rest noch sehen wollen. Oh. Die Filmdrücke, ich weiß jetzt nicht, welchen Link du meinst, insofern, ich glaube nicht. Fliegt, du wurde eben gefragt, ob der Link angekommen wäre, ich weiß jetzt nicht genau, auf was sich das bezieht, deshalb. Ja, okay, dann steh doch mal runter. Okay, warte, bist du bereit, Will? Der Wurstblinker, Mensch! Der gute alte Wurstblinker, genau. Ach, der Wurstblinker, wer kennt ihn nicht? Der Wurstblinker, ja? Oh Mensch. So. Also ganz ehrlich, wenn du beim Well reinkommst in das Schiff, ja, ja. Allein mit diesen runden, das hat so ein bisschen Star Wars Optik, wenn du mich fragst. Wenn du hier so reinschwebst. Hier hinten kommt also die Dusche rein, bei den RCS. Mhm. Aha. Hier ist so das Billardzimmer. Okay. Das Billardzimmer. Sehr schön. Wenn du hier rausschaust, kannst du in die unendlichen Weiten blicken. Die unendlichen Weiten. So, die ersten verabschieden sich heute. Wegen dir oder was? Wahrscheinlich. Oder so allgemein. Ich glaube, das ist einfach die Uhrzeit. Wir müssen ja alle morgen raus, meine Lieben. Ja. Deswegen werde ich mich auch jetzt langsam mal so verabschieden, auch vom guten Well. Ja, da schließe ich mich auch an. Ich habe ja noch ganz viele Gedichte bekommen, die werde ich jetzt nochmal eben auf jeden Fall zusammen. Gut, dann logge ich mich jetzt an der Stelle aus. Können wir mal gucken? Das ist. Ja, so in der Art. Das machen wir dann unten nochmal. Ups. Was? Und. Isabel, mein Teufelskerl. Machen wir da unten nochmal. Dann müssen wir mal hier mit den Ecken gucken, was wir dann da machen. Dann das Ganze irgendwie vorne. Das würde ich da ganz gerne irgendwie abrunden. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das. Und dann kann ich nämlich die Waffen, das wird nämlich das Lustige werfen, die Waffen kann ich dann in die Tragflächen richtig implementieren. Es wird mega spannend. Also nicht dranhängen, sondern wirklich in die Tragflächen reinpacken, die Waffen. Also ich bin gespannt, Will, aber an der Stelle werde ich mich jetzt dann auch langsam von dir verabschieden. Ja, klar, logisch. Ich wünsche dir was. Einen schönen auch. Abend und schlaf gut und bis nächste Woche, ne? Ja, genau, bis nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Genau, bis dann. Tschüss.
So, meine Lieben, schön war es wieder an diesem wunderschönen Montag und euer Wochenstart. Welfalia. Neuer VIP ist, warte mal ganz kurz, 1000 Fenster offen, keins richtig im Blick. Just wait. Neuer VIP wird hier nirgendwo angezeigt. Das ist so eine mistige Angelegenheit. Ich sollte eigentlich eine Option für haben. Neuer VIP ist Io, lieber Lippo, weil du es gerade gefragt hast. Io. Ja genau, Skeff und Fuffel schreiben es gerade. Ich hoffe, der gute Io ist auch bei euch eingeladen worden. In den Discord. Ich hoffe, der dümpelt da gerade irgendwo rum. Schauen wir mal. Ansonsten danke ich den Mods. Die haben heute 2,22 von der guten Crash bekommen. Ja, die hat nämlich für die Mods gespendet. Das ist auch eine verdammt geile Nummer gewesen. Ansonsten hat der gute Fuffel auch nochmal einen Zehner hingelegt. Und nochmal einen Zehner für die Mods hinterher. Das heißt, für die Moderatoren gab es heute 12,22 € auf die hohe Kante. Die kriegen das demnächst mal in die Hand. Heute kein Destiny. Leider nicht, Skeff. Heute nicht. Heute werden wir einfach nur just for fun ein bisschen... Also ich werde zumindest jetzt ins Bett gehen, weil ich bin nämlich hundemüde, ja, und muss morgen auch wieder recht bald raus. Aber ich werde jetzt dann nochmal kurz auf den Teamspeak mit den beiden Jungs labern, mit den Mods, weil da, die hat noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Es sei denn, natürlich ist es keiner mehr da, dann haue ich an mich auch jetzt noch ab. Wenn ihr noch nicht dabei seid, empfehle ich den Discord, empfehle ich das Forum, wo auch immer ihr mitmachen wollt, macht einfach mit, egal wo, es ist absolut geil. Und ansonsten verabschiede ich mich für heute. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen tollen Wochenstart, eine ganz grandiose Woche und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Da versuchen wir nochmal XCOM 2 zum Laufen zu bekommen. Das wird auch eine mega geile Aktion. Wenn ihr noch nichts vorhabt, würde ich mich freuen, mit euch zusammen den Donnerstagabend verbringen zu dürfen. Wann das stattfindet, erfahrt ihr im Forum. Einfach Ausrufezeichen Forum in den Chat schreiben, dann kommt ihr da garantiert hin. Wann ist wieder Destiny? Ich denke mal übernächste Woche. Nächste Woche habe ich schon ETS 2 geplant. Oh, wollte ich noch nicht sagen. Nee, ETS 2 machen wir nächste Woche mal am Donnerstag. Will ich mal ein bisschen Probe fahren. Live mit euch. Mal gucken, wie viele da Bock drauf haben. Wird eine spannende Sache, glaube ich. Herzen in den Chat für alle, die heute neu dazugekommen sind. Die gesagt haben, boah, Mensch, Abo wäre geil. Like wäre cool. VIP wäre mega, ja. Oder die einfach für die Mods einen tollen Spende hingelegt haben. Ganz ehrlich, meine Lieben. Herzen für all diejenigen, die heute einen schönen Tag brauchen. Und auch die haben es verdient. Ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer Tschüssikowski. Macht's gut, bis zum Donnerstag. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao. You can be the stars, you can be the stars for me. Show me that you love me, light the sky so I can see. Tell me something I don't know, take me where I never go. I wanna know what it'd be like to disappear for a night. You could be the stars, you could be the stars for me. Show me that you love me, let the sky so I can see. You could be the stars, you could be the stars for me. Show me that you love me, let the sky so I can see.
You can be the stars for me.